Hallo meine lieben Wassermänner und Wassermannfrauen. Herzlich willkommen zu einer neuen Legung, Monatslegung März 2024. Meine Lieben, ich weiß nicht, wie diese Legung wird. Ich krieg mich gar nicht ein. Ich habe schon die ganze Zwillinge-Legung, dieses Schnarchen. Die mich kennen, die wissen, ich habe ja ein Boxermädchen. So, und die ist die ganze Zeit am Schnarchen. Ich weiß nicht, sonst stört mich das nicht, aber heute, ich meine, stört mich auch nicht, aber heute könnte ich nur feiern. Echt, das ist so toll. Der gleichmäßige Rhythmus, mit dem man mit muss. Für alle, die neu sind, herzlich willkommen, meine lieben Wassermänner. Schön, dass ihr da seid. Bei uns geht es etwas lustig zu. Ja, es ist alles etwas crazy und spooky, aber ich freue mich, dass ihr alle da seid, meine lieben. Für die, die neu sind, ich erkläre euch mal ganz kurz, ich spiele mal kurz den Erklärbär, ja, um was es geht. Also passt auf, ihr Lieben, der Heilsteinstab der Transformation, der unterstützt uns energetisch. Ich habe hier das Moonlight Linnemore, wo ich ein großes Blatt für euch lege. Jawohl. Sorry, Leute. Und wenn ich das große Blatt gelegt habe, dann habe ich hier zwei Überschriften. Kartendecks, heißt immer Engelkarten habe ich hier und schamanische Orakelkarten habe ich hier und da werde ich dann ein Thema ermischen, dass wir ungefähr gucken können, wo geht das Schiff lang oder wo möchte das, auf welcher See möchte euer Schiff fahren. Dann gehe ich in die Legung rein, zum Schluss gibt es nochmal eine Drachenkarte und das Thema, egal ob Liebe, Partnerschaft, Beruf, Berufung, Persönlichkeitsentwicklung, Familie, egal, je nachdem was hier bei euch Thema ist im März, 24, werden wir noch mal klären mit dem Drachen, mit dem Drachentarot, ja. Ich hatte, wo habe ich es denn? Ja, siehst du, beim Zwilling habe ich es vergessen. Sorry dafür, liebe Zwillinge, falls du Aszendent Wassermann bist oder Mond oder so. Hier, das ist das Drachentarot, falls du dich dafür interessierst. Das ist von, ich denke, Shane wird es ausgesprochen, Shane McKenzie. Ja, also wie gesagt, das ist das Tarot, mit dem ich jetzt arbeite. Wir haben ja das Jahr des Drachens, also warum sollten wir da nicht auch mit Drachenkarten arbeiten? Irgendwie habe ich schon des Längeren dazu Zugang und ich finde die ganz toll. Und von dem her, meine lieben Wassermänner, bin ich gespannt, was bei euch im März in euer Feld kommt. Oh, es hat was mit Beziehung zu tun. Das können Liebesbeziehungen sein, die Ehe sein, zwischenmenschliche Beziehungen. Du ziehst dich hier, lieber Wassermann, zurück. Ja, von Beziehungen ziehst du dich zurück. Du brauchst Zeit zum Nachdenken. Es ist dir zu viel, du bist unsicher. Ja, es könnte auch sein, dass dich diese Menschen hier gerade aktuell nerven. Und du hast eventuell auch Sehnsüchte nach einer gesunden Beziehung oder aber vielleicht möchtest du auch eine Reise machen. Okay, also Wassermann, dann haben wir schon mal so ein bisschen Thema, was bei dir sein könnte. Also wenn du im März das Gefühl hast, du bist überarbeitet und du möchtest in die Heilung gehen, ja, und das Thema Wachstum etwas reduzieren, weil es dir zu schnell war im Februar, dann tu das gerne. Das darfst du hier gerne tun. Die Chancen und die Energien sind sehr gut dafür, okay? Also Rückzug von Beziehungen. Ja, vielleicht möchtest du auch mal meditieren. Es kommt eine Veränderung in dein Feld. Die Sonne kommt auch bei euch gerade raus. Das finde ich sehr positiv. Das ist auch eine sehr gute Basis. Ja, das Vorangehen hier. Du ziehst dich zurück. Du willst gar nicht vorangehen. Du bist hier eher im, ich muss mal ein Stück weit pausieren. Ich kriege auch immer rein, dass der Februar hier bei euch sehr anstrengend ist und oder war, je nachdem, wann du das Video siehst. Ja, du hast hier sehr viel zu tun, du bist sehr viel unterwegs und es könnte hier sehr gut sein, dass du wirklich sagst, boah Leute, ich brauche echt eine Zeit für mich, ich brauche Auszeit, Time Out. Ja, das ist das, was ich hier so wahrnehme für euch. Okay, dann haben wir es ja. Du bist im Kartenbild hier immer die Frau, auch wenn du ein Mann bist. Und dein Gegenüber ist immer der Mann, damit wir nicht durcheinander kommen. Ich spreche, wie gesagt, immer aus der Sicht einer Frau. Wenn du mit dieser Legung nicht in Resonanz gehst, speichere sie die bitte gerne ab. Dann sind die Energien noch nicht in deinem Feld. Das kann es sein. Wenn diese Legung nicht sich bei, also für dich nicht gut anfühlt, dann bitte raus. Dann ist es nicht deine Legung. Es ist dann auch nicht das, was du hören sollst. Ja, es darf sich lichtvoll und gut anfühlen. Ansonsten gerne Mond, Venus, Aszendenten anschauen oder du kannst dir natürlich jederzeit eine persönliche Legung buchen. Ich berate immer so, dass meine Ladies oder auch die Herren
aus meiner Beratung mit einem Handwerkszeug raus. Für mich ist das immer ganz wichtig. Man kann ja viel erzählen, aber was mache ich dann danach? Und das ist das, was mich in den meisten Beratungen stört. Ich bin immer gerne lösungsorientiert unterwegs, dass man gemeinsam einen Weg erarbeitet. Und das finde ich immer sehr, sehr lichtvoll und sehr gut. Aber das muss jeder anders für sich entscheiden oder das darf jeder für sich entscheiden, wie er arbeiten möchte. Ich mache das so, weil ich finde das einfach prima. Und von dem her ist alles in Ordnung. Und jeder wird auch seinen Berater finden, den er, ja, den er halt in dem Moment braucht. So, das Kartendeck ist on. Ihr könnt euch das gerne angucken, meine Lieben. In der Zwischenzeit werde ich euch hier noch eine Karte ziehen. Um was geht es hier? Um die Unwägbarkeiten. Ja, du wirst Dornenhecke. Du wirst einige Unwägbarkeiten im März haben. Und ich denke, dazu ziehst du dich zurück, weil du die Unwägbarkeiten eventuell auch schon im Februar mit in den März nimmst. Du nimmst es mit rein. So sagen sie mir das. Der Engel Jesaja ist der Engel, der dich im März begleitet, lieber Wassermann. Dies ist ein guter Zeitpunkt, neue Ideen und Situationen in deinem Leben zu erschaffen. Ich werde dich bei diesen Veränderungen behüten, leiten und schützen. Also, das ist richtig toll. Du bist in dieser Situation nicht alleine, in diesen Unwägbarkeiten. Ja, es ist ein guter Zeitpunkt, neue Ideen zu erschaffen. Das heißt, Unwägbarkeiten sind in dem Moment Chancen für dich. Also geht der Weg nicht geradeaus und kommst du nicht vorbei, kriegst du den Stein, den Fels nicht weggeschoben, hast du zwei Möglichkeiten, steigst du rüber. Oder du gehst nochmal ein Stück weit zurück, nimmst Anlauf und springst drüber. Also finde hier wirklich Lösungen und Möglichkeiten, wie du aus einer Situation was super Geniales machen kannst. Also Unwägbarkeiten sind in dem Moment dann für dich hier eine Chance, etwas bei dir zu verändern. Sei es in Bezug auf deine Einstellung oder zu sagen, ich arbeite jetzt nur noch weniger oder halbtags oder ich mache was ganz Neues. Es ist egal, was es ist, alles ist in dem Moment richtig und auch gut. Du entscheidest hier. Also sehe diese Unwägbarkeit nicht als was Negatives, sondern als Herausforderung, Wassermann, als Chance aus dem, was zu tun oder was Gutes zu tun, was du an Möglichkeit hast oder nicht glaubst zu haben, aber durch das Ausprobieren. Und wenn es so der Impuls ist, dass ich sage, ey, ich sehe es, du schaffst das. Ne? Und das sehe ich auch hier. Dann sehe es als Chance bitte an und probiere dich selber aus. Brauchst du da Hilfe, kannst du dich gerne bei mir melden. Unten in der Infobox, ne? Dann weißt du, wie du dich bei mir melden kannst. Guck mal, Wassermann, du bist hier, ja? Und das ist das Haus des Schlüssels. Das heißt, ich sehe dich auch sehr erfolgreich. Und natürlich gehört es zum Erfolg in manch einer Situation dazu, dass du viele Baustellen hast oder dass du Unwägbarkeiten begegnest. Ja, ist doch wurscht. Ist doch schön, Wassermann schafft das. Wassermann ist erfolgreich. Ne? Also sei auch hier bitte positiv eingestellt. Ja? Und du gehst, wenn du gehst, gehst du auf Umwege. Das sind dann diese Unwägbarkeiten, Wassermann, die ich hier bei dir sehe. Ist nichts Schlimmes, ist letztendlich temporeduzierend, damit du nicht, wie auch Zwillinge, am Rad drehst. Okay? Ist also wieder positiv. Ja, ihr merkt schon, ne? Ich versuche euch immer so ein bisschen mehr, die Sonne kommt auch gerade wieder raus, mehr ins Licht zu ziehen. Ja? So, wir haben hier den Turm. Rückzug von der Liebe, von einem eventuellen Seelenpartner oder Partner, der sehr stark dir rüberkommt, weil es gibt hier Stress in der Beziehung. Okay, auch das Vorangehen, lieber Wassermann, sehe ich hier nicht bei dir. Du bist hier, ich gehe in Rückzug. Ich habe keinen Bock auf Stress. Das, auch hier können das die Unwägbarkeiten sein. Jesaja ist an deiner Seite und hilft dir und unterstützt, lenkt und leitet und schützt dich. Ja? Also auch hier kannst du gerne mit den Engeln sprechen. Der Mond, die Gefühle. Du fühlst dich trotzdem, dass der Mond, und du hast sehr starke Gefühle, du bist sehr, sehr stark intuitiv, Wassermann. Man könnte dir was sagen, du machst bam, zack, ich weiß die Lösung. Du weißt auch genau, wenn du eine Situation hast, die dir nicht gut tut, dann sagst du auch, das fühlt sich nicht gut für mich an, da drehe ich durch. Da kannst du auch eine Entscheidung treffen, du wirst dich aber immer entscheiden für das Glück.
Du darfst nur aufpassen, dass du dein Glück nicht selber schmälerst, weil du dir selbst im Weg stehst wegen deiner starken Gefühle oder der Unwägbarkeiten, die dir begegnen. Also deswegen auf Umwege Tempo reduzieren ist eine super Sache. Ja? So, Kommunikation, positive Kommunikation, liebevolle Kommunikation in Bezug auf die Sehnsucht. Ja? Das ist sehr, sehr spannend hier. Du sehnst dich nach Kommunikation, du sehnst dich nach positiver Kommunikation. Vielleicht hast du auch ein Stück weit Stress und sagst, boah, gibt es hier noch normale Menschen auf dieser Welt? Immer dieser Stress. Dann zieh dich bitte hier in den Rückzug, zieh dich zurück, geh und bleibe da. Kommst du raus mit deinem Kopf und sagst, boah, ist ja immer noch so ein Gewitter, dann zieh dich wieder zurück. Tu einfach für dich intuitiv, und das kannst du hier sehr gut und sehr stark. Ja, und auch dieses Verlangen, hier in den Rückzug zu gehen, hast du auch ganz stark. Dann lebe das auch. Ja, so wie mein Hund hier euch erstmal den Bart abschnarcht oder die Ohren vollschnarcht, nennt es wie ihr es wollt, ja, ist auch so. Ja, dann tut bitte das, was ihr wollt. Manche gehen aus dem Healing raus, weil sie sagen, ich kann mich nicht konzentrieren, das nervt mich. Meine Tierliebhaber und Hundeliebhaber und Hundebesitzer, die sagen, was ist das süß. So ist das Leben, Leute, ne? Und nimmt's leicht. So. Okay, positive Kommunikation, danach sehnst du dich. Oder aber auch, es kommt aus der Ferne langsam Kommunikation auf dich zu. Das ist ja auch ganz spannend. Du selber hier bist, wie gesagt, da muss ich nochmal reingehen, sehr erfolgreich. Und dieser Erfolg bleibt auch mit Bestand in deinem Feld. Und da verdienst du auch richtig Geld. Also dir müsste normalerweise im März, müsste dir der Hintern wirklich, der müsste dir platzen vor Positivität und vor Erfolg. Und du, lieber Zwilling, sei ich schon, lieber Wassermann, entschuldig bitte, lieber Wassermann, das wird dir auch von oben geschickt. Das ist eine schicksalshafte Fügung, diese ganzen Finanzen. Also wenn du jetzt im Februar schon weißt, du hast einen super durchstrukturierten März in Bezug auf Aufträge, Finanzen, dann lege dir auch ein Stück weit was zurück. Das ist ganz wichtig. Du glaubst aber auch nicht wirklich, dass das schicksalshaft ist. Und da kann ich mal sagen, Ding Dong an alle Realisten, doch, wir sind geführt. Du bist im Spiel des Lebens. Und die Dinge, die auf dich zukommen, die nicht greifbar sind, die nicht erklärbar sind, die sind immer von oben. Weil auch du bist ein Kind Gottes. Und du bist auch geführt, gelenkt und geleitet. Auch du bist der Schöpfer deines Selbst. Und du entscheidest natürlich, klar, weil du einen freien Willen hast, was du möchtest und was du nicht möchtest. Aber verliere nicht den Glauben. Und das ist ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Ne? Immer das, was du letztendlich denkst und fühlst, das kommt auch in dein Feld. Das ziehst du an, das Gesetz der Resonanz. Und warum dann nicht gleich erfolgreich denken, fühlen? Ne? Also, wir gehen weiter hier. Die Veränderung in Bezug auf Heilung und Wachstum kommt durch Besuch, durch Treffen mit dritten Personen, kommt in dein Feld und du wirst die Entscheidung treffen, nehme ich diesen Auftrag an oder nicht. Also Wassermann, du hast echt einen guten Lauf. Du bist hier mega erfolgreich. Kannst mir sagen, was du willst. Ich habe hier eine Wassermann-Gruppe, das ist schon das zweite Mal, die hier unfassbar erfolgreich sind. Was dich nervös macht, ist, das könnte sein, dass du so ein bisschen den Durchblick verlierst, weil es eventuell zu viel werden könnte. Ja, und deswegen auch die Wolken. Hier ist ganz wichtig, dass du sagst, okay, ich bin nervös, es nervt mich. Ja, es nervt mich einfach, es nagt an mir. Ja, und es ist entweder die Arbeit mit Tieren, die du hier hast, oder aber es ist dieses, was an dir nagt, ist die Loyalität, die ein Stück weit, die du gerne mehr hättest, ja, zu dir selber, im Umgang mit anderen Menschen. Aber da kommt, wie gesagt, wenn du dir selber treu bleibst, lieber Wassermann, dann kommt hier positive Energie durch die Sonne, kommt auf dich zu. Und das kommt wiederum in der Öffentlichkeit. Also umso mehr du in der Öffentlichkeit arbeitest oder bist, dich zeigst, umso mehr positive Energie kommt auf dich zu. Ja? Was ich ganz spannend finde, ist, dass du einen Modus finden darfst zwischen dem Rückzug und der Öffentlichkeitsarbeit. Also Geld verdienen tut man, indem man meistens, zumindest so wie sehe ich es bei dir, indem du rausgehst. Du darfst hier einen Modus finden zwischen ich gehe jetzt raus und ich habe aber immer wieder meinen Rückzugsort. Das sehe ich hier ganz, ganz stark bei dir. Dein Gegenüber auf Umwege möchte hier gerne auf dich zukommen. Tara, guten Tag.
Diese Person ist sehr mutterlastig. Und das ist das, was ich erstmal so als Energie reinbekomme. Es ist auch, er hat auch hier ein, er guckt direkt hier in die Liebe, in den Neuanfang in der Liebe, der bei dir auch im Feld drinne liegt. Du bist aber, was Beziehung betrifft, bist du, nö. Du hast hier an, dein Thema ist ganz woanders, Wassermann. Dein Thema ist im Rückzug und in der Arbeit, aber nicht in der Beziehung. Also wenn du eine bestehende Beziehung hast, dann ziehst du dich davon halt auch erstmal zurück und du machst dein Ding. Wenn du niemanden hast, dann könnte sein, dass hier jemand auf dich zukommen möchte, wo du sagst, oh, wie, Beziehung? Lernbeziehung. Ja, Lernbeziehung. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich darf eine Entscheidung treffen. Ja, natürlich darfst du. Entweder lässt dich drauf ein oder lässt es bleiben. Ganz einfach. Ist ganz simpel. Auf jeden Fall weißt du, dass es wieder mal um Lernerfahrung geht. Die Klarheit. Ich weiß, Beziehungen, die ich hatte, waren eventuell anstrengend, waren Lernbeziehungen. Meine Wünsche, Ziele, Träume möchte ich auch ehrlich gesagt nicht äußern. Du bist nach wie vor im Rückzug. Ja, das, was dich blockiert, ist von anderen die Stärke, die Dominanz, aber auch deine Gefühle, also deine starken Gefühle, die du lebst, des Glücklichseins, möchtest du hier auch nicht schmälern lassen. Ja, und diese Stärke aber, die dir entgegenkommt und die du natürlich auch mit dir selber trägst, das kann durch Wort und Schrift sein. Du bist, ich sehe dich auch als sehr stark hier drinnen liegen. Aber du möchtest halt einfach nichts von deinem Kuchen teilen. Und das ist in dem Moment dann auch völlig in Ordnung. Ne? Jeder braucht mal seine Zeit. So, was habe ich hier noch drin zu liegen? Ja, der Neuanfang. Die Leichtigkeit durch den Neuanfang in der Liebe. Also du hättest hier Entlastung. Ich will nicht sagen, du hast, wenn du dich auf den einlässt, auf diesen Menschen, oder du bist mit jemandem zusammen und ihr sorgt dafür, dass sich etwas verändert bei euch, will ich nicht sagen, dass du dich deswegen darauf einlassen sollst, damit du Erleichterung hast. Das darf ja ins Fühlen kommen, dieses Gefühl, ich bin bereit für eine Beziehung oder für einen Neuanfang in einer Beziehung. Wenn es nicht vom Gefühl her so ist, dass du sagst, also ja, ich sage ja dazu, dann ist es auch hier ein Stück weit ein Ende. Weil die Leichtigkeit, die hier mit drinne liegt, die könnte entweder positiv sein, wenn du dich für eine Beziehung entscheidest, aber auch genauso gut könnte es sein, dass du mehr Leichtigkeit bekommst, wenn du etwas beendest. Wenn wir hier einen Konflikt in der Beziehung haben, meine Süßen, ja, dann haben wir hier auch ein Ende in der Liebe drinne. So, und das heißt aber auch Neustart für Leichtigkeit. Dann haben wir hier das Kind liegen im Hause der Guten. Das heißt Konflikte, weil du leicht wirst. Hallo, wo leben wir denn? Natürlich darfst du leicht werden. Natürlich darfst du deiner Arbeit nachkommen. Natürlich darfst du dich zurückziehen. Wenn es jemanden gibt in deinem Feld, der das nicht möchte, dann wirst du diese Geschichte beenden. Hast du eine lichtvolle Energie bei dir, die sagt, okay, anstrengender Prozess, okay, aber ich lasse dich einfach mal. Ich lasse Wassermann seinen Raum. Dann funktioniert das auch. Also letztendlich funktioniert eine gute Beziehung, indem man den anderen lässt. Miteinander redet, versucht Kompromisse zu schließen, wenn man bereit dazu ist. Und ansonsten lässt man denjenigen so, wie er ist. Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, wenn ihr jemanden kennenlernt oder jemanden habt, der euch ständig erzählen möchte, wie ihr zu sein habt. Das ist total doof. Und dann ist das hier ein Konflikt in einer Beziehung, wo ich hier auch ein Ende sehe. So, ganz klare Sache. Ja, beruflich könnte sein, dass der Beruf hier euch sehr nervös macht, weil ihr euch ihr könnt euch beruflich nicht konzentrieren, weil ihr euch hier in Familienangelegenheiten, Streitigkeiten in der Beziehung oder auch was Beziehung als Konflikt hier sich darstellen könnte, dass dich das nervös macht und dass du einfach die Konzentration nicht hast in Bezug auf deine Arbeit. Ja? Wassermann lässt sich nicht gerne in sein Leben reinreden. Das mag Wassermann nicht. Geschenke, Besuch, kürzt du. Du brauchst Zeit. Du brauchst hier Rückzug, Ruhe. Ja, wenn du einen Auftrag hast und bist mit Menschen zusammen, ist es okay. Wenn du aber privat bist, bist du privat und dann ist das auch in Ordnung. Und dann ist es hier Ende im Gelände. Ja, so sehe ich das. Die Veränderung letztendlich könnte sicherlich durch Besuch sein oder durch Freunde sein, durch Treffen sein. Es könnte auch, diese Veränderung könnte hier auch für dich als Geschenk sich darstellen, weil du ins Wachstum, in die Heilung gehst. Ja, alles ist miteinander verbunden. Das sehe ich schon, ganz klar. Auch eine Entscheidung in Bezug auf die Liebe, auf Herzensangelegenheiten, die getroffen werden dürfen. Ja, auch das Hinschauen, was blockiert mich, warum sehe ich etwas nicht. Die Entscheidung für Stabilität, für Wachstum. Ich muss mich da nochmal wiederholen.
Was haben wir hier noch? Genau, dieser Mensch hier, entweder wünschst du dir, dass du mit jemandem dich connectest, dass du mit jemandem mehr zusammen bist, oder aber auch du wünschst, dass dieser Prozess endlich zu Ende geht, dass diese Lernerfahrung beendet ist. Beides ist hier, wie gesagt, eine Möglichkeit. Du, wie gesagt, liegst hier im Erfolg drin. Stabilität in den Fischen ist im finanziellen Bereich, der letztendlich oder was dir von oben geschickt wird. Ganz klar. Ja, und Familie und Anker. Das ist so ein Ding. Also Familie könnte ein Anker für dich sein. Was diese Person betrifft, könnte es schwierig werden, wenn die Person anfängt, dich zu verändern zu wollen. So, das ist das, was ich hier sehe. Also definitiv die Entscheidung in Bezug auf Liebe, Partnerschaft, weil du hier einen Konflikt hast in Liebe, Partnerschaft. Warum haben wir denn hier Liebeslegung? Was ist das denn hier? Das ist ja mal interessant hier. Okay. So, wir haben einmal Freier und Elskar Ed. Was haben wir denn hier? Die Antwort auf die Frage, was ist meine Aufgabe, kann nun auf dem Schlachtfeld des Lebens gefunden werden. Nur die Mutigen finden diese Antwort. Das heißt also, du wirst für dein Sein, für deinen Weg, den du gehen möchtest, ob mit oder ohne Partner, wir haben hier den Konflikt, das ist dieses Kämpfen, wirst du finden, indem du dich damit beschäftigst, dich damit auseinandersetzt. Warum blockiert mich jemand? Blockiert mich jemand? Wenn, was soll das? Wozu? Weshalb? Was möchte ich? Das sind die Fragen, die du dir hier stellen darfst, ja? Es ist ein guter Zeitpunkt, neue Ideen umzusetzen. Wir haben den Wagen in Bezug auf die Partnerschaft. Du gehst weiter. Du gehst weiter. Jetzt mal gucken, ob wir da noch eine andere Info kriegen. Der Teufel. Ja, du gehst weiter. Du gehst weiter. Der Teufel kann das Ego, aber auch dein Gegenüber sein, der dich von deinem Sein abhält. Ja. Und ja, die Entscheidung lassen sie dir hier offen. Das ist ganz spannend. Ja, du machst einen Neustart. Also, Wassermann, pass auf. In Bezug auf Partnerschaften sehe ich hier ein Kollektiv, was einen Neustart macht. Du kommst in die Leichtigkeit wieder rein. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Der Konflikt in Bezug auf Neuanfänge, Leichtigkeit, das Kind. Ja, wo ich hier ein Ende sehe oder ein Neuanfang in Bezug auf die Leichtigkeit. Wir haben den Konflikt in der Beziehung, wir haben den Wagen, du gehst voran, du lässt den Teufel, das Negative in deiner Beziehung zurück und wir haben hier letztendlich das Universum und es heißt letztendlich, du gehst weiter. Ja. Und von dem her hast du die Möglichkeit, die positive Energie, etwas Altes hinter dir zu lassen und dann weiterzugehen. Lieber Wassermann, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da warst. Es ist sehr aufregend, aber du bist die Freiheit in Person und du lässt dich sehr, sehr ungern, lässt du dich hier beschneiden, sage ich mal. Und du nimmst diese Herausforderung hier, diese Unwägbarkeiten nimmst du an und triffst aufgrund der Unwägbarkeiten hier für dich eine Entscheidung. Und du wirst, wie gesagt, dir selber treu bleiben und deinen Weg gehen. Lieber Wassermann, schön, dass du da warst. Ich freue mich wahnsinnig. Ich freue mich auch, wenn dir die Legung gefallen hat. Und wie gesagt, wenn du Hilfe brauchst, meldest du dich bitte gerne. Ich bin gern für euch da, das wisst ihr ja. Und verabschiede mich jetzt hier und sage alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.